Moin Moin, Hauke Harder von der Buchhandlung Almut Schmidt bzw. Leseschatz. Mein Lesetipp heute zum Nationalfeiertag in Frankreich ist von Annie Ernaux, ein Roman, der, wie es hier schon von der Banderole zu sehen ist, ein Bestseller aus Frankreich ist. Ein Buch ist, wie es der Titel schon sagt, die Jahre eine Zeitpanorama öffnet. Es spielt praktisch ein Zeitfenster 1940, als Ernaux geboren worden ist, bis in die 21er Jahre. Ist aber kein historischer Roman, wie jetzt die ganzen Carmen Korn etc., diese, ja, die Schmöker, die uns die literarische Zeitpanoramen öffnen. Dies ist wirklich eine andersartige Erzählweise, die wir vielleicht schon kennengelernt haben durch das Buch Wovon wir träumen von Otsuka. Es gibt auch keinen richtigen Erzähler, sondern es ist auch mal wir auf sie auf. Es sind verschiedenste Perspektiven, aber immer wieder im Zentrum Annie Ernaux, die hier wie Betrachten eines Fotoalbums, Betrachten von Filmsequenzen etc. einfach in die Zeit mit uns zurückreist und uns Häppchen gibt, sodass wir wirklich von 1940 bis in die Gegenwart reisen. Also es geht um die sexuelle Revolution, es geht um Umwälzung, es geht die Zeit mit Mitterrand, es sind einfach sehr viele Themen, es geht um Feminismus, es sind einfach kluge, nette Unterhaltungen, die geschult sind aus dem Satz heraus, der am Ende des Buches steht, etwas von der Zeit retten, in der man nie wieder sein wird. Also ein Buch, was man, denke ich mal, schnell lesen kann, wenn man es möchte, langsam lesen sollte, wenn man es kann und immer wieder auch gerne, also mir ging es so, ich habe dieses Buch länger gelesen, weil ich zwischenzeitlich immer wieder was anderes gelesen habe. Nichtsdestotrotz habe ich wieder zurückgeblättert und es ist ein Buch, mit dem ich mich länger, in dem ich länger verweilt habe und das einfach ein toller französischer Roman, kann man es nicht nennen. Tolles französisches Buch, sehr literarisch, sehr klug und von der Autorin erscheint jetzt 2. Oktober auch ein neues Buch, was ja bei ihr auch immer wieder der Fall ist, autobiografisch angehaucht. Also dementsprechend bin ich sehr, sehr gespannt und wünsche allen mit diesem Buch tolle und erlesene Stunden. Bis bald, Hauke Harder von der Buchhandlung Almut Schmidt, bzw. Leseschatz. Ciao!